Kann man zunächst alle aufrufen, die mit dabei sind. Patrick Kühnen ist mit dabei, unser BMW Open Turnierdirektor. Ich begrüße ganz herzlich den CEO of the International Tennis Hall of Fame, Dan Faber. Welcome to Munich. Dann begrüßen wir, okay, stimmen wir uns ganz genau. International Tennis Hall of Fame Board Members, herzlich willkommen in München. Marco Mlaka, Per Franzen, Lynn and Rob Serpico, Alexei Silvanenko und last but not least Misha Zverev. So, meine Damen und Herren, es geht um die Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame. Und der geehrt wird, kommt jetzt ganz sicher unter einem ganz, ganz großen Applaus hier zu uns auf den Center Court. Meine Damen und Herren, der Ehrengast, Wimbledon-Sieger im Einzel und Doppel und lange Jahre unser absoluter Topstar. Hier ist er, Michael Stich. So, meine Damen und Herren, um uns einen schönen Rahmen zu geben, gibt es jetzt noch ein paar wunderbare Eindrücke. Einen Rückblick auf die Aufnahme oder für die Aufnahme von Michael Stich in der National Tennis Hall of Fame. Ein paar Eindrücke auf der Leinwand. Bitte schön. There is no greater honor in tennis than to be inducted into the International Tennis Hall of Fame. And as I looked around, I saw all these incredible, incredible champions. I mean, I felt so privileged and overwhelmed to be inducted here today. I may not be a lot of things, but from this day forward, I'll never be anything less than a Hall of Famer. I thank you from the deepest parts of my heart. Michael Stich is the personification of an all-court player, a versatile champion who played amongst the best that there ever was. As a Hall of Famer, Michael is forever celebrated among the sport's legends, heroes, inspirations, competitors, history makers, cultural icons, and barrier breakers. Being part of that group of players that make that sport so great, and that's why I'm so thankful to be inducted. Rings have a cyclical shape, which symbolizes everlasting achievement. Rings are also eternal. Just the same as the history that's been made by Michael Stich in our sport. Tolle Bilder, tolle Momente, Hall of Famer Michael Stich. Und einer, der ihn mit am besten kennt, hat jetzt das Wort, unser Turnierdirektor der BMW Open, Patrick Kühnen. Vielen Dank, Ralf. Herzlich willkommen, liebe Gäste, zum heutigen Halbfinaltag. Für uns nicht nur sportlich ein besonderer Tag, wie es schon angesprochen wurde, sondern ein besonderer Tag, wie wir einen besonderen Spieler ehren dürfen, einen Spieler, der in Deutschland und für den deutschen Tennissport Geschichte geschrieben hat, viele Menschen inspiriert hat. Und ich darf sagen, dass ich als Turnierdirektor stellvertretend für alle, die hier beim Turnier beteiligt sind, sagen darf, dass wir uns sehr geehrt fühlen, dass wir heute die International Tennis Hall of Fame hier begrüßen dürfen, bei uns auf dem Center Court und natürlich einen International Tennis Hall of Famer mit Michael Stich heute ehren dürfen, mit dem sehr, sehr bedeutungsvollen und sehr besonderen Ring der Tennis, International Tennis Hall of Fame. Deswegen sind wir hier und lieber Michael, du bist ein Spieler. Ich hatte die Ehre, mit dir doppelt zu spielen. Manchmal beim Turnier, vielmehr noch im Davis Cup. Und darf sagen, dass wir alle sehr dankbar sind für das, was du erreicht hast. Du bist ein immenser Botschafter des Sports, hast viele, viele Menschen inspiriert. Nicht nur der Wimbledon-Sieg, die olympische Goldmedaille, sondern auch die Davis-Cup-Siege bleiben unvergessen. Und eins, liebe Zuschauer, darf ich auch sagen, Michael Stich hat hier auf diesem Center Court vor 30 Jahren die BMW Open gewonnen. Von daher fühlen wir uns nochmals geehrt, dass du den Ring der International Tennis Hall of Fame heute hier an diesem Tag auf diesem Center Court entgegennimmst. Herzliche Gratulation, vielen, vielen Dank. Ich möchte noch ein paar Worte in Englisch sagen für unsere Gäste, die auch hier sind. We as a tournament, the BMW Open, are very honored to be the host for the International Tennis Hall of Fame this year. It's a very special occasion. It's the first time we have this occasion included into our tournament, and
to be celebrating the ring Michael will receive as an International Tennis Hall of Famer. We are very proud to be on center court today. And Michael, like I said before, you're a tremendous player and inspiration for many guys on the tour. Your success speaks for itself. Wimbledon champion, Olympic gold medalist, Davis Cup champion. But more so, I think what accounts for the election to be International Tennis Hall of Famer is your attitude. You've always given the best on court. You have been an inspiration for many throughout the world, wherever you stepped on any center court in this world. I think many people not only became fans, but you were a great inspiration for many, especially young people, when they saw you play. And I wish you a great day today with us at the BMW Open, a place where you won the tournament 30 years ago, 94. This was your center court, this was your trophy here, but more so, we're very honored to have you here with us to enjoy a great day, but more so enjoy the reception of the ring of the International Tennis Hall of Fame. Wir dürfen das Mikrofon weitergeben an den CEO der International Tennis Hall of Fame, Dan Faber. Thank you, Patrick. The mission of the International Tennis Hall of Fame is to preserve tennis history and celebrate tennis legends, to inspire generations. It's an honor to be here to celebrate one of Germany's greatest tennis champions, Hall of Famer Michael Stich. As you heard, in 2018, Michael was presented with the ultimate honor in tennis, the induction into the Hall of Fame. Upon induction, Hall of Famers are given the opportunity to celebrate this honor at a special place of meaning to them and receive their official Hall of Fame ring. Michael, while we're here, chose Munich for his meaningful 30th anniversary of his singles title here at the BMW Open. On behalf of the Hall of Fame Board of Directors and staff, we are thrilled to celebrate here with Michael, with the incredible fans here in Germany. Congratulations, Michael. Your career accomplishments on and off the court are extraordinary, and the Hall of Fame is proud to recognize you today. And now, I am proud, which is one of my first opportunities to do this in my role, to present you with the official Hall of Fame ring to Michael Stich. Jetzt wollen wir natürlich Michael hören. Ja, erst ganz kurz auf Deutsch. Also BR, Sky, sorry, dauert noch einen Moment, bis zur Übertragung, bis zum ersten Halbfinale. Aber Dan, some few words in English, obviously, before I want to thank the people in Germany. Thank you very much, first of all, for making the effort, all of you guys coming here, taking the trip to Munich, the girls, Emery and the others that came here and organized everything. That's not something that is usual, you have to say, in these days, but it just shows your dedication to really celebrate the sport, to preserve the sport and all the history of the game. And I'm very proud. And obviously in 2018, when I was inducted, it was one of the biggest moments in my career, because it's something that you hear when you play, when you finish, you hear people get inducted and you feel like, yeah, well, that's a long way to go, somehow. And you have no real influence on that, obviously. You can't win or lose. You just have to have people that recognize what you've achieved on court and off court. And I'm very grateful that I was inducted. In the last year, I had the chance to be inducted, so, because there's a time limit. So thank you very much for this honor, for the ring, and for giving me that respect. I really appreciate that, and I'm really thankful for you guys being here. Thank you very much. Und jetzt mache ich das Ganze natürlich noch einmal auf Deutsch ein bisschen. Also, warum habe ich München gewählt? Als Hamburger würde man ja eher denken, er hätte ja auch in Hamburg bleiben können. Aber der Ivitos ist für mich
Ja, am ehrlicherweise gesagt, meine sportliche Heimat. Ich bin hier damals hergekommen mit 19 Jahren. 88 durfte ich für die Tennis-Bundesligamannschaft vom EFITOS spielen. Und Niki Pilic, der damals seine Tennis-Akademie in München hatte, auch gesagt, komm noch nach München, hat irgendwas an mir gesehen. Von daher fing hier in diesem Club wirklich alles an. Ich habe dann hier, einige werden ihn noch kennen, meinen ersten Trainer Mark Lewis kennenlernen dürfen, der mir unglaublich viel beigebracht hat und mich auf meinem Weg als Tennisprofi mir so viel Input gegeben hat, ohne den ich viele der Erfolge, die ich gehabt habe, nicht erreicht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gab es natürlich Menschen im Umfeld, die hier in diesem Club auch mitentscheidend waren. Wir kennen alle noch unseren alten Präsidenten Dr. Erich Schmidt, der ein sehr besonderer Mann war. Es gibt eine kleine Begebenheit, eine schöne Erinnerung, als ich, glaube ich, schon Wimbledon gewonnen hatte, der Arno Hartung kann das korrigieren gleich, haben wir trainiert und im EFITOS durfte man immer nur in Weiß spielen. Und ich hatte bunte Klamotten an und Dr. Schmidt kam zu mir, zu dem Wimbledon-Sieger und sagte, Michael, hier ist nur Weiß, du musst leider den Platz verlassen. Das sind so Momente und Erinnerungen, die man nie vergisst. Und ich habe gerade schon eine Person erwähnt, der damals für den EFITOS und die Bundesligamannschaft maßgeblich war, aber für mich ganz maßgeblich war, weil er mir als Mensch unglaublich viel beigebracht hat. Und wenn man mit 19, 20 Jahren in die Welt rausgeht, ist man alles andere als fertig. Und ich freue mich heute, dass Arno Hartung heute extra gekommen ist, der damalige Manager unserer Bundesligamannschaft mit seiner lieben Frau. Und wir sind damals 1990 dann auch, ich weiß gar nicht, das erste und letzte Mal deutscher Meister geworden. aber das waren besondere Jahre, die geprägt waren von einem Miteinander, von einem sozialen Miteinander, von einem auch mal auf die ältere Generation hören, was nicht immer so einfach war, aber es hat auf jeden Fall geholfen. Und das alles macht für mich den EFITOS München aus. Und ich glaube, das ist auch das, was dieses Turnier ausmacht, was für euch auch die Fangemeinschaft ausmacht. Es ist nicht darauf ausgerichtet, groß und wichtig zu sein, sondern es ist darauf ausgerichtet, Menschen den Sport nahezubringen und eine tolle Zeit miteinander zu haben. Und dafür steht der EFITOS und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und deswegen bin ich auch nach München gekommen, um diesen Ring zu bekommen und nicht in Hamburg geblieben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ich das hier heute erleben darf und dass ich diesen Moment hier erleben darf. Danke dir, Patrick, und deinem ganzen Team, dass ihr euch sofort bereit erklärt habt, das auch zu machen. Ja, der Rhythmus wird ein bisschen unterbrochen, jetzt bin ich auch fertig. Und jetzt freuen wir uns auf großartiges Tennis. Genießt das, die Sonne kommt raus, wenn die Hamburger in Süden reisen, kommt immer die Sonne. Und von daher erfreut euch dran, solange sie da ist. Und ich danke euch wirklich sehr von Herzen, dass ihr euch hier heute eingefunden habt und dabei wart. Dankeschön. Meine Damen und Herren, der Hall of Famer, Michael Stich. Ein herzliches Dankeschön an die International Tennis Hall of Fame, an die Mitglieder des Sport, an Dan Faber und natürlich hier den Preisträger, der sich, wie er gerade erklärt hat, nicht umsonst hier den Center Court ausgesucht hat. Es gibt so ein Foto und dann geht es auch relativ zügig weiter. Ein Highlight jagt das nächste. Wir kommen gleich zu den beiden Halbfinals. BMW Open 2024. Wir freuen uns drauf.